Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Karmesin. Wir sind wieder da. Lüll. Hallo. What the fuck? Wir sind im Nichts, ja. Letzte Folge haben wir schon sehr langweilige Gebiete erkundet und da ist ein Magnetilo, gegen das wir auf keinen Fall kämpfen wollen. Und es geht weiter im großen Nichts. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Famanza City. Was wir hier hinten schon sehen, diese Leuchtdinger da, wie so ein Stadion, sieht cool aus. Da ist ein Terra-Pokémon. Und ja, wir sind auf so einer Art Insel, Halbinsel, wie auch immer. Warte mal, haben wir die jetzt? Die haben wir, glaube ich, letzte Folge besiegt, ne? Ja. Genau, da geht es dann weiter auf der anderen Seite des Flusses. Uah! Da ist auch ein Raid. Let's see, let's see. Ich nehme das hier direkt nach der letzten Folge auf. Deswegen, ich bin immer noch natürlich ein bisschen verpeilt und ein bisschen nicht ganz auf der Höhe, sag ich mal. Feuerstein, oh, stark für Entwicklung. Sieht auch sehr geil aus, das Bild von Feuerstein. Flint-Feuerstein, so was ist das hier? Ein Fukano-Terra kristallisiert, was für ein Level? 24. Ja, muss jetzt nicht sein. Nee, eigentlich ziemlich unnötig. Kämpfe lieber gegen dich. Okay, der hat anscheinend Flug-Pokémon. Dann... Nee, ich glaube, Flug ist gut gegen Gestein, ne? So rum war's. Haben wir... Was ist denn gut gegen Gestein? Kampf? Ja, Kampf. Kampf ist gut gegen Gestein. Dann starten wir mit Tafogita. Wir heilen es aber noch kurz. Auch wenn man hier gut leveln kann, er nimmt trotzdem... Also, man nimmt hier trotzdem auch einiges an Schaden mit. Ist es wieder so ein Typ vom Flugtaxi, oder? Ja, so ein Taxi-Pilot. Gegen so einen haben wir schon mal gekämpft. Knattox? Ist das die Vorentwicklung von dem Auto? Alter, wie geil. Irgendwie feiere ich das. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was das mit dem Taxi zu tun hat. Und es sieht jetzt auch nicht aus wie Flug. Eher wie Gestein. Oder Stahl. Ja, ich finde es interessant. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. In der letzten Folge haben wir auch Diebeskuss zweimal AP Plus gegeben, weil ich sehr begeistert von der Attacke bin. In dem Fall hier ist sie jetzt nicht gut, aber glaubt mir, die kann richtig reinhauen, weil sie uns immer sehr gut heilt. Ich glaube ich immer die Hälfte der KP. Das ist so overpowered. Diebeskuss ist so overpowered, Alter. Das ist, glaube ich, die beste Attacke, die wir bisher im Let's Play haben. Oder hatten halt, ne? Boah. Die werde ich auf jeden Fall mit in die Pokémon-Liga reinnehmen. Aber echt cool, dass hier die Trainer mal viel, also eigentlich fast alle Trainer hier in dem Bereich, wo wir auch in letzter Folge waren, hatten irgendwelche ganz neuen Pokémon. Zum Beispiel diesen Mistkäfer auch. Sehr schön. Und momentan ist auch, was war das für ein Stolperer? Momentan ist auch halt sehr wenig Text so, sehr wenig Story, weil das halt jetzt alles erkunden ist. Das finde ich eigentlich gut, aber es ist jetzt halt auch irgendwie ein bisschen langweilig, weil halt nicht viel passiert. Das kommt aber alles noch. Wie gesagt, wir gehen bald in die Stadt. Und jetzt muss Pamamo mal wieder vor. Der einfach viel zu klein ist. So. Okay, dann gucken wir erstmal hier den rechten Teil hier von diesem Gebiet an. Da ist ein Raid wieder. Da unten kann man auch zum Strand, wo die Palmen sind. Da gehen wir auch gleich hin. Was ist das hier für ein Raid? Da ist noch ein Trainer. Tarandel. Okay. Also zur Orientierung. Wir sind hier. Haben das geguckt, angeguckt hier. Und wir gucken jetzt das an, dann den Strand. Oh, da ist ein massiver Anlauf. Wenn er noch da ist, bis wir da hinten hingehen, dann können wir heute auch das erste Mal sowas sehen. Und dann würde ich das hier gerne noch erkunden und dann erst in die Stadt gehen. Beziehungsweise, naja, wenn man hier über die Brücke geht, dann ist man eigentlich schon in der Stadt. Kann sein, dass dann schon irgendwie Cutscenes und so losgehen. Keine Ahnung, ich hoffe, ich komme da nicht in irgendeine Situation, sag ich mal, wo ich zwingend mit der Story weitermachen muss. Keine Ahnung. Selbst wenn, dann machen wir das halt. Ah, da ist auch nochmal ein Raid. Coole Position von Raid. An der Spitze von dieser Klippe hier. Genau, und das ist die Stadt. Oh, muss erstmal alles laden.
mit so Wolkenkratzern. Bis auf den Grafikbug sieht es ja ganz cool aus. Traumato. Okay. Ah, okay. Da ist auch noch ein Trainer versteckt. Oh, was? Ich weiß nicht, wie es bei der Aufnahme aussah, aber ich hatte jetzt wieder so 2 Sekunden Standbild und was zum Teufel? Leute, was? Ja, alles klar. Weißt du, ich will auch so stark sein wie eine Mila. Also das kommt jetzt natürlich auch darauf an, aus welcher Richtung man sie anspricht, aber wenn man sie so anspricht, dass man im Berg steht quasi und auch wie das Tauros da steht, in der Luft. Oh, jei. Oh, bitte lass das einfach sein, ey. Ohne Scheiß. Oh Gott. Oh Gott, und die Berge laden auch nicht. Das ist ja, also das ist ja Katastrophe jetzt gerade heute. Boah, ey. Würde mich sehr interessieren, was Leute jetzt denken, die, keine Ahnung, das hier zum Beispiel, das ist das Erste, was sie sehen zu dem Spiel. Würden sie direkt abschalten. Eieiei. Grafisch absolute Katastrophe gerade. Uiuiui. Ich weiß auch nicht, was die hier von Nemila labert. Naja. Was ist das denn? Oh, das ist die Weiterentwicklung, die hatte ich in Schwert. Diese große Schildkröte. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Och, dieses scheiß Tauros. Mann, die hasse ich so. Und vor allem, die lassen einen oft nicht flüchten. Jetzt schon. So, ich möchte nur ganz... Bitte, Tauros, lass mich bitte einfach ganz kurz diese scheiß Schildkröte da für den Pokédex-Eintrag bekämpfen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt mehr. Kannst du das bitte mal besiegen? Er besiegt alles außer das Ding, ey. Wahnsinn. Also manchmal drücke ich Autokampf und er kommt einfach nicht. Kamal, ja gut. Dann halt so. Dann besiege ich es halt nicht. Oh, Mann. Bin ich wieder aggressiv hier. Und da geht's runter zum Strand. Gucken wir gleich hin. War hier nicht noch ein Trainer irgendwo? Haben wir den übersehen? Ja. Haben wir gegen dich schon gekämpft? Nee. Okay, dann haben wir dich übersehen tatsächlich. Krass. Ich war noch nicht beim Schlund, nee. Da werde ich erst in 800 Folgen hingehen. Weil das Spiel zieht sich. Garnuwil. Oh. Boah, auch ein Pokémon, was man extrem krass vergisst immer, ne? Ich glaube, das ist aus der 5. Gen. Das weiß ich noch, das war in der Wüste irgendwo bei Pokémon Schwarz und Weiß. Und weiß auch nicht, was hier gut ist. Ich probiere mal Sternschauer. Habe ich, glaube ich, noch nie eingesetzt in dem Let's Play. Und die Weiterentwicklung, die fand ich auch mal sehr geil. Oh, ist das Fluch? War das Fluch? Ich weiß nicht. Oder eher Grimasse wahrscheinlich. Was mich wundert, weil ich müsste das doch Boden sein, oder? Oder ist das Psycho auch? Keinen Plan. So, da hinten waren wir ja schon. Diese große Fläche, wo wir hingucken, auf dem Turm haben wir auch schon. So, ich zeige euch nochmal ganz kurz, um den insgesamten Progress des Spielverlaufs zu zeigen, was wir bisher gesehen haben. Das hier, dieses braune Ding hier, mit der Arena. Dann das Anfangsgebiet hier, mit der südlichen Zone 1. Das hier aber noch nicht, diese südliche Zone 5 hier, dieses kleine Stück. Dann das Gebiet hier, die südliche Zone 3. Dann dieses große Gebiet. Ich würde schätzen, ich habe jetzt ein Sechstel. Auf jeden Fall wirklich nicht viel von der ganzen Map gesehen. Also es ist definitiv sehr umfangreich. Ich finde, glaube ich, sogar zu umfangreich, zu groß. Also ich hätte es eher geil gefunden halt, und ich denke, da wird mir jeder zustimmen, weniger, also eine kleinere Map und dafür mehr an der Grafik Arbeit, ne? Das wäre definitiv eine bessere Entscheidung gewesen. Ich denke, da, wie gesagt, wird mir jeder zustimmen. Okay, wir gehen mal runter zum Strand, auch wenn es jetzt regnet. Ich finde sogar die Kombi aus Strand und Regen ziemlich geil. Ohne Scheiß. Also irgendwie bin ich neidisch. Ich wäre jetzt auch gern da im Regen am Strand.
Boah, stell dir mal vor, wie geil wäre das denn, ey. So, aber an einer tropischen Insel, ultra heiß. Ja, okay, nicht ultra heiß, aber sagen wir mal 28 Grad oder so. Und dann so ein warmer Regen, der trotzdem abkühlt, aber halt dass es nicht einen so ultra fröstelt halt. Oh, geil. Mega. Ah, da ist dieser Mistkäfer im Raid. Den haben wir in der letzten Folge gesehen. Den feiere ich auch sehr. Vom Aussehen. Eine Perle. Und am Strand ein Trainer. Ein Geosali hier. Okay. Können wir da das Item nehmen? Jo. Ein Belieber. Ich werde die Nummer 1. Falsch. Irgendwann werde ich der stärkste Trainer von allen. Dann bin ich die Nummer 1. Okay. Diddy. Lex Tremo. Ist das. Wir haben ja. Oh, okay. Wir haben ja in dieser 1. Ah nein, na Quatsch! Das erkenne ich an den Flügeln. Das ist die Weiterentwicklung von Mickrig. Und Level 26 ist auch ziemlich geil, ne? Ziemlich stark. Boah, krass, dass aus Mickrig sowas wird. Krass. Das wird. Aber das sieht eher aus wie die dritte Entwicklung, oder? Weil es auch groß ist. Das kann nicht sein. Ist das wirklich die zweite Entwicklungsstufe? Also halt die erste Entwicklung? Keine Ahnung. Müsste Käfer sein. Ah, da war jetzt Elektro, glaube ich, das Beste. Ja. Aber, also es sieht cool aus. Ja. Mächtig. Hä? Boah, er macht hier voll die Taktik, Junge. Krass. Das erste Mal haben wir einen Trainer, der sein Pokémon wechselt. Wir haben einen richtigen Taktiktyp hier. Ja, gut, das war jetzt nicht die beste Idee, den Vogel da reinzuschicken, aber okay. Ja, beeindruckt bin ich schon. Also, der scheint tatsächlich ganz cool zu sein, der Typ hier, der Trainer. Ich glaube, er hat nur die zwei, oder? Selbst wenn. Nicht schlecht. Vom Aussehen muss ich echt sagen. Ja, er hat nur zwei. Ja, eigentlich ganz geil. Auch wenn diese Fühler oder was das sind oben ein bisschen komisch aussehen. Passt, finde ich, nicht ganz so, aber an sich 8 von 10. Geiles Ding. Erinnert ein bisschen an Ant-Man. Ah, okay. Er hat jetzt mich sogar besiegt. Was soll das? Respekt. Ja. Lokroko. Der sollte das One-Hitten, selbst wenn es Full Heal, Full KP hätte. Ja, ein Biss sollte auch reichen eigentlich. Kehrtwende ist, glaube ich, eine Pflanzenattacke. Keine gute Idee gegen mich. Sag mal, ich bin doch auch dumm, ne? Oh. Wie in der letzten Folge, die Kämpfe ziehen sich. Okay. Ja, ziemlich cooler Kampf. Hinter seinen Worten steckt vielleicht auch ein bisschen Wahrheit. Also er hat auf jeden Fall Potenzial. Weitermachen. Ja, gibt auch 4000. Also das war schon einer der stärkeren Trainer bisher. So, unser Palmamo ist tot. Das geht so nicht. Wir haben jetzt auch gleich schon alle auf 33. Nur noch Palmamo. Das ist sehr gut. Aber umso mehr, so langsam glaube ich, umso mehr, dass Gruff und Flamingo vielleicht gar keine Entwicklungsstufe haben. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich möchte nicht zwei Teammitglieder haben, die sich nicht mal entwickeln können, so. Das wäre echt kacke. Ich meine, wenn ein Pokémon nur eine Entwicklungsstufe hat, okay, aber ich will nicht zwei Leute im Team haben, die sich nicht entwickeln können eigentlich. Das Ding ist jetzt noch das Team irgendwie zu ändern und auszutauschen, ein Member. Würde ich jetzt auch nicht so fühlen, weil eigentlich. Hier. Ah, genau. Einen massiven Auflauf, Anlauf, was auch immer von denen hier. Ja, das ist ja wirklich, wirklich sehr massiv, ja. Vier Stück. Krass. Fünf. Sechs. Okay, aber die spawnen hier halt wahrscheinlich dauerhaft immer wieder nach. Vielleicht ganz geil für Shiny Hunts. Da ist dann natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass man mal einem begegnet. Weil halt einfach sehr viel da. Ja, okay. Massiven Anlauf oder wie auch immer hätte ich mir jetzt ein bisschen krasser noch vorgestellt. Aber geht schon in eine. Ja, doch, geht schon in eine gute Richtung. Das ist tatsächlich ganz geil für Shiny Hands, glaube ich.
Ich weiß halt nicht, ob man irgendwie das beeinflussen kann, diese Anläufe, oder ob es da eine Regelmäßigkeit gibt, wann die kommen, wo die kommen, was auch immer. Ich weiß auch gar nicht, wie das hier vom Leveln aussieht. Na, gar nicht so krass, weil wenn die jetzt irgendwie High Level wären, dann könnte man jetzt natürlich ultra krass leveln. Ja, okay, Level 20. Okay, aber dann haben wir das auch mal gesehen. Und jetzt sind alle 33. Dann du noch, wie der Wind. Das himmlische Kind. Okay, wir haben jetzt gar keine Wahl. Wir kommen auf jeden Fall erstmal in die Stadt, bevor wir zu dieser anderen Grünfläche kommen. Vielleicht machen wir dann doch erstmal. Ja, doch. Wir machen erstmal mit der Stadt weiter, weil jetzt hatten wir wieder viel Erkundung. Jetzt wird es mal wieder Zeit für Story. Und wieder ein Sesokids. Bei Sesokids frage ich mich auch immer, diese verschiedenen Farben, haben die irgendeine Bedeutung? Sind das dann verschiedene Typen? Ich weiß es nicht. Finde ich ein bisschen komisch, dass es so viele verschiedene Sesokids gibt. Sehr verwirrend irgendwie. Und er hat zwei Pokémon. Okay. Die Häuser sehen echt ganz interessant aus, ne? Modern. Darmhirplex. Also, hier zu wohnen, würde ich jetzt nichts dagegen haben, eigentlich. Bedrohung. Der Regen hat aufgehört, schade. Fand ich sehr chillig, die Atmosphäre. Das plustert die Backen voll auf. Alter, das Gesicht. Sah das schon immer so dumm aus? Das sieht aus wie ein Hund. Hat das schon immer die Backen so dick? In allen Gens? Kann mich nicht mehr erinnern. Okay. Ja, hier kriegt man deutlich mehr EP. Immer dieser Gegenwind. Damit musst du rechnen. Okay, ich glaube, ein Trainer war hier noch, oder? Vor der Stadt. Irgendwas war da noch. Irgendwas war hier noch. Ja, da hinten. Genau. Okay, dann ist das hier der letzte Trainer vor Vermancer City. Den werden wir jetzt auch noch gleich weghauen. Oh, schade. Da ist wieder so ein Kamalm. Okay. Dann starten wir mit. Ah, nee, nicht mit Pamamo. Ich habe keinen Bock. Okay. Wir starten mit Gruff. Der hat ziemlich wenig KP, ne, für sein Level. So. Auf was hast du keinen Bock? Menno, ich habe echt keinen Bock mehr auf meinen Job. Okay. Angestellter Rufus. Die Angestellten sind immer sehr stark. Klavion. Oh, das Schlüssel-Pokémon. Das kennt man, glaube ich, schon. Habe ich noch nicht so oft gesehen, aber ich glaube, das ist jetzt kein ganz neues Pokémon. Glaube ich. Irgendwie sagt es mir was. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Aber noch nicht so oft gesehen, müsste ein sehr neues Pokémon sein. Aus keine Ahnung, aus welcher Gen. Ab der 5. oder ab der 6. bin ich ja eh nicht mehr so. Also ab der 6. habe ich eigentlich wenig Plan. Die 6. Gen war das XY? Ich glaube schon. So, wie auch immer. Können wir jetzt mal bitte irgendwelche Attacken haben, die reinhauen? Oh! Also die Kämpfe, die ziehen sich so, ne? Oh, jetzt kommt Wind. Oh, geil. Oh, geil, so ein Sturm. Schaut mal, ich finde die Grasanimation hier kommt echt geil. Leute, ich bin beeindruckt. Das soll ja so ein bisschen den Wind halt zeigen. Und ich muss sagen, das erkennt man. Das kommt ganz gut eigentlich. Cool, hätte ich nicht gedacht. Ja, jetzt wirkt das hier wie so ein Gewitter oder so ein Sturm. Krass. Ich glaube, das haben wir auch noch nie gesehen im Let's Play, oder? So ein Sturm. Da bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie das dann irgendwie doch hinbekommen haben. Also da hat man schon so ein ungutes Gefühl, wenn man das hier sieht, wie die Gräser sich hier bewegen. Das scheint tatsächlich ein bisschen bedrohlich, ja. Okay. Ah, das war's schon. Ja, okay. Joa. Du bist ja so fies. 2024. Nein, 2022. 2024 wird Pokémon hoffentlich wieder gut aussehen.
Insofern sie überhaupt noch weitermachen. Naja. Okay. Also. Oh, nervt mich nicht. Wir gehen einfach rein. From Mansa City. Oh, auch wie die Bäume sich bewegen. FPS ist natürlich grottenhaft. Auch die Textur, schaut mal, das ist schlecht. Aber von der Animation, also es kommt schon gut rüber, dieses Wetter. Was ist das hier? Spieße? Ah, wieder Esskräfte. Okay, aber die kennen wir auch schon. Komm ruhig näher. Krebs? Müsste auch das gleiche sein. So, mal ganz kurz gucken. Oh, Leute, ich glaube, wir kommen von dieser Seite gar nicht in dieses Gebiet hier. Ich glaube, man muss erst schwimmen können und dann hier irgendwie hinschwimmen. Okay, dann erkunden wir erstmal das hier. Kyrlia, okay. Haben wir Kyrlia schon encountert? Ich glaube, ein Trainer hatte das mal. Oh, ein wildes Slimer. Ja, weil hier sind ja diese Berge. Ich glaube, hier kommt man tatsächlich so nicht weiter von hier. Da hoch. Nee. Okay, muss ich sagen, freut mich aber, weil dann haben wir eh keine Wahl. Dann können wir das mit dem Erkunden auch noch ein bisschen verschieben. Und hier ist so ein kleiner Privatstrand. Gehört wahrscheinlich dem Arenaleiter. Hier muss es doch irgendwas Krasses geben, oder? Irgendwas Besonderes. Ey, dieser Slimer, was macht denn das immer mit den Händen? Das sieht so aus, als würde er so balancieren oder so. Muss sagen, aber finde ich sehr cool irgendwie, wie sich das bewegt. Slimer generell finde ich ein sehr cooles Pokémon irgendwie. Weiß ich auch nicht. Warum? Und genau rechts neben mir ist Arenaleiter. Elektro, da müsste. Oh, da muss ich ja überlegen. Was ist denn gut gegen Elektro? Oh Gott. Flug, oder? Oder andersrum? Nee, ich glaube sogar, Flug war gut gegen Elektro. Das heißt, Flamingo wäre eine Idee. Ich weiß nicht, Gruff vielleicht, Tafogita, Kampf. Kampf könnte ich mir noch vorstellen, ansonsten keine Ahnung. Oh, kann ich bitte diese Item. Ich will jetzt dann nicht wieder hoch und dann wieder hochgehen, ey. Och, Junge. Oh. Ah. Geh doch bitte hoch. Ey, Junge, du nervst mich so. Scheiß Koraidon, ey. Oh, okay, mit Sprint geht's irgendwie dann doch. Super Trank. Okay. Ja, das war's auch schon von Wildnis hier und Natur. Mehr können wir hier nicht erreichen. Okay. Dann beginnt jetzt wieder eine schöne Stadterkundung. Habe ich auch mal wieder Bock drauf. Ja, das ist mal eine schöne Abwechslung jetzt endlich mal wieder. Ah, und hier gibt's doch einen. Okay. Der Poké Center da hinten, da gab's keinen, aber das müsste ja dafür zählen von diesem Gebiet. Ja, es sind so ein 2 war das, okay. Fruststampfer. Wenn seine vorherige Attacke fehlgeschlagen ist, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Okay. Sagt mir auch nichts. Wahrscheinlich auch eine ganz neue Attacke. Ich gucke mal, wie viel die, wie groß die Stärke ist. Psychofeld haben wir auch bekommen. Verhindern für 5 Runden. Ah, was kann ich keiner lernen? Dass Pokémon am Boden in Erststark-Attacken getroffen werden. Was? Ich verstehe gar nichts. Rückenwind. Fruststampfer da. 75. Nur 10 AP, okay. Boah, aber stell dir das mal vor. Also, wenn wir jetzt eine Attacke machen, die fehlschlägt, dann verdoppelt sich Fruststampfer. Das sollten wir einem Pokémon geben, was in seinem Movement, in seinem Moveset eine Attacke hat, die keine hohe Genauigkeit hat. Das ist eine interessante Taktik eigentlich. So, kurz gucken. 100. Eiszahn ist nicht ganz optimal. Metallklaue. Aber wir haben noch bestimmt Attack mit weniger Genauigkeit. So 90 oder 80 oder sowas. Gibt's sicher. Okay, Windschnitt. So. 90, ja. Steinwurf. Hat eine geringe Genauigkeit. Man könnte also drauf pokern quasi, dass Steinwurf nicht trifft und man dann diesen Stampfer macht. Ich glaube, Stampfer ist sogar Gestein. Von daher würde ich es vielleicht mit Katapult einfach dann
Ersetzen. Ja. Ich glaube, so machen wir es. Das ist, glaube ich, eine sehr geile Idee. Aber ich finde, ich fände es, also ich fände es besser, wenn man hier in diese Tasche geht, dass man wieder genau auf der Attacke ist, wo man war. Okay, ja, hier im Segment, ja, okay, passt. Ist Boden? Ja, also ich finde, das passt so sehr, dieser. Ja, Katapult weg. Bruststampfer. Leider wenig AP. Aber klingt ziemlich heftig, die Attacke. Geil. Also die Geschenke, die man irgendwann bekommt fürs Trainer besiegen, sind echt immer richtig krass, ne? Muschelglocke und so. Lohnt sich. So, ganz kurz gucken, wie wir in der Zeit sind. Scheiße, ey, dieser Fingerdrucksensor. 10 Minuten machen wir noch. Okay. Los geht's mit Fromanza City. Noch ganz kurz gucken, ob er was Neues hat zum Kaufen. Nee. Boah, wir könnten wahrscheinlich auch noch schon so viel Kohle machen, weil wir auch schon einige Nuggets haben und so. Wir könnten echt krasse Sachen schon verkaufen. Aber wir haben halt keine Geldprobleme. Von daher ist es jetzt gar nicht so wichtig und nötig. Was ist das hier? Hier sind, glaube ich, wieder die Churros. Tapas. Tapas. Kaffee-Meeresbrise. Eine Bäckerei? Ah, das wieder. Ja. Ja, gut, also ich erwarte jetzt nicht, dass wir hier nochmal neue Shops finden. Mittlerweile sollte ja klar sein, dass sich das wiederholt. Mal ganz kurz gucken. Also das hier ist quasi so die Stadt, die Altstadt. Was ist das? Pokéball? Ist das Arena? Ist hier der Kampf dann? Was ist das hier? Ah, es gibt zwei so Stadtzentren. Okay, das ist ganz cool aufgebaut. Und die sind beide gar nicht so klein, wie es wirkt auf der Karte. Oh, Surfer, geilo. Oh, sehr, sehr geil. Können wir damit dann nicht sogar schwimmen? Ich glaube, in dem Spiel funktioniert das nicht so einfach. Kann das jemand erlernen? Nein. Schade, schade. Ja, ist eine starke Attacke. Okay. Wir lassen hier mal Koraidon sein, weil das geht sonst zu schnell. Ja, das kennt man hier auch schon. Okay. Und da geht's hier zu diesen, keine Ahnung, Ball. Pokéball. Ja, ist auch wieder recht verwinkelt hier. Aber auf jeden Fall einer. Ja, also. Ja, unübersichtlich ist es nicht. Geht schon. Oh, EP-Bonbons. Es ist so geil, immer diese EP-Bonbons zu finden, ey. Weil die so wichtig sind. So. Ah, es ist im Prinzip wie ein Sonderbonbon. Geil. Käfertrutz. Aber mit TMs finde ich übertreiben es halt ein bisschen, ne? Weil wir haben jetzt bestimmt schon einige TMs, wo wir, keine Ahnung, 10 Stück oder so haben. Und. Also, wir haben echt starke Attacken so. Mit den Attacken haben wir echt kein Problem. So, ganz kurz checken. Da ist die Arena. Waren wir hier schon? Ja, doch, doch, da kommen wir her. Ey. Gehen wir noch ganz kurz dahinter. Hier ist, was ist hier? Eis. Oh Mann, ich will neues Eis. Genau, da ist dieses Geosali-Salzeis. Da hat man das erste Mal was von Geosali gehört, glaube ich. Nee, Quatsch, das war irgendwo. Oh, Sonderbonbon. Das war irgendwo mal in einem Gespräch, wurde das erwähnt, glaube ich. Hier kann man anscheinend. Was ist das hier? Hä, gibt es doch neue Läden hier? Ja. Sind sie hier zum Speisen? Oh, so eine Speisekarte, wie geil. Esskräfte. Ja, keine Ahnung. Esskräfte. Okay, Level 2 kann man da einen Esskraft machen. Eikraft. Verstehe ich halt immer noch nicht so ganz. Also ein neues Restaurant und. Veracidad. Okay. Versace-Abklatsch. Ah, okay, hier ist also die Flex-Mode. 80.000 Schuhe! Boah, so goldene. Okay, hier ist dann, wenn wir da mal so richtig viel Geld haben, dann können wir uns hier richtig krass Sachen kaufen. Wobei, die sehen jetzt gar nicht so krass aus, die Schuhe.
Ich fand die ersten, die goldenen, richtig geil. Auch noch Luxushandschuhe. Lederhandschuhe. Ja, hier sind die, hier, das ist der Designer-Shop hier. Ja, das ist auch angelehnt an Gucci und das ganze Zeug. Sieht so aus, ja. Okay. Stirnband. Okay. Gibt es hier auch irgendwie Hüte oder so? Nur Stirnbänder. Es ist halt so nervig, wie lange das lädt, aber... Also die Sachen sehen schon ganz geil aus. Und warum hat sie die Augen zu? Hä? Achso, jetzt hat sie wieder aufgemacht. Ist random. Okay, noch ein paar Sonnenbrillen. Ja, die sehen jetzt nicht so spektakulär aus. Aber alles sehr edel, ne? Alles sehr... Ja. Sehr teuer. Sehr wertvoll. Luxus. So, hier ist wieder... Ja, kann man nichts machen. Wir gucken gleich mal zur Arena. Hier werden die Business Talks gehalten. Leckeres Eis. Gibt's da jetzt neues Eis? Nein. Weil der Stand sieht anders aus als die anderen. Soda-Eis. War das schon immer da? Das kommt mir jetzt gar nicht so bekannt vor, aber ich glaube schon. Schlaubrille. Oh. Oh, an die kann ich mich ein bisschen erinnern. Ich glaube, die Attacke ist, das Item ist ziemlich geil auch. Gucke ich ganz kurz nochmal im Detail, was das bringt. Hier. Diese dicke Brille verstärkt auch Spezialangriff basierende Attacken. Puh, da kenne ich mich nicht aus. Und warum hat Flamingo kein Item? Hä? Hä, okay. Ja, da müssen wir das ändern. Dem müssen wir natürlich ein Item geben, das ist klar. Sei es nur eine Beere. Ah, doch, wir haben schon was gegeben, aber die Beeren, die gehen dann weg, glaube ich, wenn er sie benutzt hat. Okay, macht Sinn. Hä, wo sind denn die ganzen Items? Hä, wir haben doch viel mehr Items, dachte ich. Okay, ja, dann müssen wir ihm halt... Ah, hier gibt es noch ein bisschen was. Die rein gar nichts bewirkt, alles klar. Nee, das ist hier nur die Sachen, die Geld geben. Okay, dann haben wir anscheinend echt nicht viel. Dann geben wir ihm halt einfach wieder eine Beere, ne? Aber ich weiß nicht mehr, welche wir im letzten Mal gegeben haben. Ich glaube, Gaufebeere war dabei. Nee, das bringt eventuell Verwirrung. Sinelbeere, das haben wir aufgegeben. Das ist so eine Klassiker-Sache. Okay, aber das ist dann einfach weg quasi. Okay. Ja, da brauchen wir noch irgendwas Dauerhaftes. Hallo? Hallo? So, und da geht's dann hoch. Und das hier ist das Arena-Gebäude. Da gehen wir noch nicht rein. Erst nächste Folge. Ah, das hier, das war auch ein Boladin. Noch ganz kurz hier gucken, dann haben wir auch dieses Stadtgebiet quasi komplett erkundet. Hier sind irgendwelche Socken oder so wieder. Schuhe. Hüte. Ah ne, ich glaube, hier hinten waren wir schon, ne? Ja, ich glaube schon. Dann haben wir eigentlich hier alles gesehen in diesem Stadtteil. Dann geht es in der nächsten Folge da rein, die Arena. Ich will jetzt nicht zu nah hingehen, nicht, dass jetzt schon irgendwas getriggert wird. Und in der nächsten Folge werden wir dann die Elektro-Arena angehen. Ich gucke noch ganz kurz. Ja, sind gut dabei. Okay, dann speichere ich noch schnell. Und ja. Okay. Dann. Leute, das war's von der Folge. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann und ciao.